Ja, herzlich willkommen zum Coffee Symposium Digital. Wir fangen jetzt an mit unseren Vorträgen und haben als erstes hier aus dem Bereich der Coffee Byproducts, der Kaffee-Nebenprodukte, was ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Pharma ist, denn so kommen sie zu einem nachhaltigen Arbeiten, weil sie tatsächlich nicht nur den Kaffee, sondern auch weitere Produkte der Kaffeepflanze verarbeiten können, zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Unser erster Redner ist Dr. Jörg Ricke-Zapp, der uns ein bisschen in das Thema Kaffeeblatt-Tee einführen wird. Er selbst ist ein sehr, sehr großer Kaffeeliebhaber mit einer hohen Tee-Affinität, besitzt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Er ist Chemiker, seit vielen Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig, seit 15 Jahren ein bekennender Liebhaber von Spezialitäten Kaffee und betreibt selbst seit 13 Jahren verschiedenste Projekte in Ursprungsreisen in Kaffeeländer, wo er dann für die Industrie und in verschiedenen Forschungsprojekten tätig war. Er selbst ist jetzt auch kurz davor, ein eigenes Consulting-Unternehmen zu gründen im Bereich Research und Development im Bereich Kaffee. Wir freuen uns auf den Vortrag zum Thema Kaffeeblatt von Dr. Jörg Ricke-Zapp. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung, was meine Person betrifft. Ich freue mich, heute hier zu sein. Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde heute über das Thema Kaffeeblatt-Tee sprechen. Und zwar über die hochverdiente Renaissance eines traditionellen Kaffeegetränks. Alles im Rahmen dieses Coffee-Symposiums, also im Rahmen einer Kaffeeveranstaltung. Und deshalb starte ich auch ganz gerne mit einem Zitat von Winston Churchill angesichts einer Tasse Tee in Frankreich. If this is coffee, bring me tea. If this is tea, bring me coffee. Ganz in dem Sinne, dass ich heute halt nicht das Lager Kaffee oder Tee besetzen möchte, sondern dass es darum gehen wird, dass Getränke an sich immer spannend sind und dass die perfekte Qualität immer einen großen Genuss bringt. Dass es hier also gar nicht darum geht, sich darum zu streiten, ob man jetzt ein Kaffeetrinker ist oder ein Teetrinker, und dass das im Grunde genommen durchaus der falsche Gedanke ist. Und dass Tee eigentlich ganz traditionell in den Bereich Kaffee, in den Bereich Kaffeepflanze gehört. Ich gebe eine kurze Übersicht über die Punkte, die ich so ein wenig berühren werde in dieser kurzen Zeit. Zunächst einmal kommen wir zur Historie. Da werden wir sehen, dass Getränke wie Amertassa und Kati schon sehr lange existieren, dass also das Kaffeeblatt eine gute Tradition hat. Ich werde dann übergehen zum Thema der aktuellen Entwicklung, weil in der EU ist der Kaffeeblatttee erst kürzlich angekommen. Ja, das ist auch eigentlich ein guter Aufhänger, einen solchen Vortrag zu halten. Ich werde etwas zur Zubereitung sagen. Ich werde etwas zur Sensorik des Getränkes sagen. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir einige gegebenenfalls auch das Taste-Kit erworben und können sich dann selber überzeugen, wie so ein Kaffeeblatt-Tee schmeckt. Aber ich möchte das auch denjenigen, die das noch nicht kennen, durchaus vorstellen. Ich werde dann etwas sagen zum Potenzial, und zum einen möchte ich mich auf das Thema Potenzial auf der Kaffeefarm beziehen und zum anderen natürlich auf das Potenzial dieses Getränks oder gewisser Getränkekombinationen im Coffee Store. So, fangen wir ganz vorne an. Kaffeepflanze. Wenn man einer Kaffeepflanze gegenübersteht, dann wird einem nicht grundsätzlich einfallen, den Samen zu isolieren, zu rösten, zu mahlen und einen schönen Kaffee aufzubrühen. Wenn man davor steht, wird man sagen, was habe ich hier? Ich habe die Kirschen. Das sieht schon mal attraktiv aus, die würde man schon mal probieren. Das machen so ziemlich alle Tiere auf der Farm. Und die wissen auch, wann die Kirsche reif ist. Und das weiß der Mensch eigentlich auch.
Und im Grunde genommen ist das ein guter, süßer Genuss. Und das Interesse würde sich beim Menschen vielleicht noch auf die Blätter setzen. Die könnte man jetzt kauen, die könnte man irgendwie im Zweifelsfalle auch rauchen. Das hat sich alles irgendwie nicht bewährt. Also das Wissen ist schon da. Aber das haben ja auch unsere Vorfahren und die Menschen, die mit Kaffee konfrontiert waren, durchaus auch alles gemacht. Und daraus sind Getränke entstanden. Aus den Blättern ist der Amargosa entstanden, also getrocknete Blätter aufgebrüht oder getrocknete Blätter geröstet und dann aufgebrüht, der Kati. Das ist in Afrika, zum Beispiel in Äthiopien, heute noch alles da. Ja. Die Kirschhaut kann man auch durchaus trocknen, daraus macht man den Kischer. Die sogenannte Cascara ist durchaus eine ganze Zeit lang im Spezialitäten-Kaffeebereich ein Handelsprodukt gewesen, wird aber jetzt natürlich durch die Tatsache torpediert, dass dieses Getränk, der Kischer in der EU, nicht anerkannt ist, nicht gelistet ist und sie das eigentlich nicht in Verkehr bringen dürfen. Ja. Kommen wir also gleich zum Thema EU. Wo bin ich denn jetzt hier? Wir haben hier eine Durchführungsverordnung der EU und man sieht schon gleich, dass sich das ein wenig ins Beamtendeutsch zieht. Wir haben also jetzt hier offiziell die Ankunft des Kaffeeblatttees in der Europäischen Union. Das liest sich alles sehr schön sperrig. Und wer Interesse daran hat, diesen Text noch weiter zu verfolgen, kann das gerne mit dem entsprechenden Link, der hier angegeben ist, tun. Das ist alles nicht so spannend. Das ist halt nur aus dieser Sicht her spannend, dass wir jetzt auch in der EU Kaffeeblatttee konsumieren können und dürfen. Dass wir dieses Produkt einführen, dass wir dieses Produkt anbieten dürfen. Ja. Und das ist eine sehr wichtige Sache grundsätzlich, wiewohl die EU durchaus vom Alter her sehr stark hinter dem Produkt Tee oder auch hinter dem Produkt Kaffeeblatttee zurücksteht. Der ist nämlich schon ein wenig älter. Die Frage ist jetzt, welche Optionen hat der Kunde aktuell? Der Kunde hat aktuell die Option, das einzige am Markt befindliche Produkt im Bereich Kaffeeblatttee zu erwerben. Sie haben die Möglichkeit, dieses Produkt zu verkosten. Und da geht da zunächst einmal die Frage, wie bereite ich ein solches Produkt zu? Der Kaffeetrinker ist vielleicht nicht so ganz tee-euphorisch, deshalb habe ich das hier nochmal ein wenig zusammengefasst. Es gibt grundsätzlich zwei mögliche Formen der Teezubereitung, ja, ganz grob die europäische. Die ist auch auf der Verpackung sehr schön angegeben. 2 Gramm von dem Tee werden mit 0,2 Liter Wasser bei 95 Grad extrahiert. Das Ganze über 4 Minuten. Das gibt eine schöne balancierte Tasse. Das entspricht so ein wenig dem europäischen Tee-Geschmacksbild der meisten Menschen. Aber es gibt natürlich aktuell einen sehr großen Sturm auf asiatische Tees. Und man bewegt sich auch in Europa hin zur asiatischen Teezubereitung. Am Beispiel des Sencha-Tees habe ich das hier auch einmal aufgeführt. Man nimmt 10 Gramm der Blattmasse, nimmt 0,18 Liter Wasser und extrahiert 1,5 Minuten bei 85 Grad Celsius. Das ist also ganz, ganz typisch eine kurze Extraktionszeit, eine sehr hohe Pulvermenge. Und das intensiviert natürlich das Kaffeeblatt-Tee-Erlebnis auch sehr stark. Das heißt, hier treten die Aromen nochmal sehr stark in den Vordergrund. Und man hat den großen Vorteil, dass man bei dieser Zubereitung den Tee mehrfach aufgießen kann. Also Sie können locker 3, 4 oder 5 Aufgüsse machen und sich dann entscheiden, ob Sie
den ganz starken Aufguss im Zweifelsfalle verwerfen, wenn Ihnen das nicht passt. Aber Sie sollten nicht den Fehler machen, nach dem ersten Aufguss aufzugeben. Ja. Kommen wir zur Sensorik des Produktes. Wir haben einen sehr, sehr guten Körper beim Kaffeeblatttee. Ja. Ich werde auch durchaus darauf hinweisen, dass im Gegensatz zum Tee der Kaffeeblatttee quasi keine Bitterkeit hat. Also ein klassischer schwarzer Tee hätte immer einen gewissen bitteren Fußabdruck. Das findet man beim Kaffeeblatttee im Grunde genommen gar nicht. Dadurch kommt die Süße sehr schön durch und man bekommt ein sehr angenehmes Mundgefühl mit diesem schönen Körper zusammen. Und es entwickelt sich halt ein Aroma, was sehr, sehr floral ist. Es erinnert wirklich an Blüten. Und das Ganze ist somit ein wirklich spannendes Produkt, weil es halt eine außerordentliche Aromatik hat und eine außerordentliche Harmonie bringt. Und damit kommen wir schon zum Potenzial. Das, was wir jetzt hier gesehen haben, das, was wir an den Markt gebracht haben, ist eine Art Basisprodukt. Das ist von der Verarbeitung grundsätzlich eher ein wenig industriell, wenn man die klassische Teeverarbeitung referenzieren würde. Wir befassen uns durchaus auch mit etwas aufwendiger gemachten Teeprodukten, die eher orthodox erzeugt werden. Aber wir sind bei der Verarbeitung, obwohl wir da schon ein paar Jahre üben und proben, durchaus noch ein wenig entfernt vom klassischen Tee, wenn man sich ansieht, wie also hier die Blätter verarbeitet sind bei einem hochwertigen Darjeeling-Tee, dann sieht man, es gibt noch eine Menge Potenzial, das Produkt aufzuwerten, das Produkt weiterzuentwickeln. Und wie hier schon beschrieben ist, es gibt viele traditionell bekannte Teeverarbeitungsformen, die man nutzen kann. Und man kann also eine wirklich deutlich bessere sensorische Diversität noch erzielen, indem man halt das Produkt Stück für Stück mit den entsprechenden Farmern entwickelt. Aber schon das Basisprodukt ist spannend. Schon das Basisprodukt hat alle die Ecken und Kanten der klassischen Teeabfallprodukte, die normalerweise in Teebeuteln abgefüllt werden, nicht mehr. Ja. Der Rohstoff ist witzigerweise auf jeder Farm präsent. Denn wir reden ja über die Blätter. Wir reden darüber, dass wir das Blatt verarbeiten, was bis jetzt eigentlich im Grunde genommen niemand angesehen hat, was man so als pflanzlichen Abfall gesehen hat. Und wir haben ein unglaubliches Vermarktungspotenzial in diesem Rohstoff. Wir haben also keinen Abfall, wir haben keine Biomasse, sondern wir haben wirklich ein Produkt. Und das Produkt ist auch sehr nah daran, fertig zu sein. Unser Tee ist jetzt in Indien produziert. In Indien gibt es ein gutes Know-how für die Teeproduktion. Aber in der Kaffeeregion im Süden Indiens ist die Qualität der dort angebauten Tees eigentlich nicht wirklich relevant für den Spezialitätenmarkt. Und interessanterweise ist die Diversität in dem Kaffeeblatttee größer als die Diversität in den Tees, die dort aktuell neben der Farm angebaut werden. Und die Teeverarbeitung erfolgt natürlich in der entsprechenden Teefabrik. Und bewegt sich im klassischen eher im CTC-Rahmen. Das heißt, das Produkt, was wir jetzt hier haben, hat wirklich die Möglichkeit, Stück für Stück zu wachsen und in alle möglichen Bereiche noch zu gehen. So, zurück zum Thema Farm. Also wir haben das Potenzial einer ganzjährigen Erwerbsquelle beim Farmer. Und der Farmer kann natürlich grundsätzlich auch seine Trocknungskapazitäten außerhalb der Kaffeesaison nutzen, um Tee zu produzieren. Ja? Er kann also Blätter orthodox trocknen. Ja?
Und die Fläche ist da, die Pflanzen sind das ganze Jahr über grün. Und so, soweit die Pflanzen zugänglich sind, ist das Produkt verfügbar. Wir haben festgestellt, nachdem die EU das Thema Kaffeeblatttee grün gestempelt hat, dass die Getränkeindustrie mit den Hufen scharrt. Ja, die würden Ihnen also jedes Bulkprodukt als Koffeinquelle abnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie ein natürliches Produkt haben und dieses natürliche Produkt darf mehr Koffein in den Energy-Drink bringen. Das heißt, egal was sie tun, egal welche Qualität sie erzeugen, sie können alle ihre Qualitäten am Markt verkaufen, weil es quasi kein Kaffeeblatt gibt. Interessant und spannend für uns ist allerdings immer nur eine erste Qualität zu erzeugen, die in den Bereich des Spezialitätentees geht. Ja, einfach zu sehen, dass man sieht, welche Blätter verarbeite ich jetzt, welche Varietäten gucke ich mir an, verarbeite ich nach Varietät getrennt. Ich habe verschiedenes Terroir, ich habe in Indien wunderbare Beschattung der Kaffeepflanzen. Ich habe in Brasilien die Pflanzen in der Sonne stehen. Allein dadurch wird schon sehr, sehr viel Diversität erzeugt und wir bekommen eine ganze Reihe wirklich spannender Produkte. Alleine die Verarbeitung verschiedener Canephora-Blätter versus Arabica-Qualitäten bringt hier schon wirkliches Potenzial und bringt spannende Veränderungen in der Tasse. Kommen wir zum Coffee Store, kommen wir in den Bereich Europa und Kaffeeausschank in entsprechenden Läden. Da gibt es immer so das Thema Tee versus Kaffee und es ist immer ganz gut, neben einer Tasse Kaffee auch einen Tee anbieten zu können. Der Tee hat immer diesen großen Vorteil, sie haben eine gleichmäßige Koffeinfreisetzung im Körper versus so einem Kickstart in den Tag mit dem Kaffee. Aber der Kaffee rumpelt natürlich so ein bisschen wie so ein Zweitakter. Der Tee ist halt sehr schön gleichmäßig, gibt immer Energie und schmeckt durchaus auch recht interessant und gut. Und Tee ist halt hier in diesem Fall Kaffeeblatttee. Und Kaffeeblatttee bietet sich an, im Sommer ausgewogene, erfrischende Getränke zu machen. Das können Limonaden sein, das können Eistees sein. Und das können ganz neuartige Kaltgetränke sein. Und der Witz dabei ist, dass man aus dem Teeportfolio, was man soweit hat, so etwas natürlich bekommt mit dem gleichen Namen, aber nicht mit der gleichen sensorischen Qualität. Denn der Kaffeeblatttee hat diese Bitterkeit nicht, er bringt keine Ecken rein ins Getränk, sondern er fügt sich wirklich sehr gut mit Früchten zusammen und bietet einen wirklich neuen, interessanten Genuss. Und das wird im Coffee Store sicherlich im Sommer eine sehr gute Einnahmequelle sein. So, nochmal so ein bisschen als Resümee. Sie sehen hier die frischen Blätter. Auch unter dem Aspekt, was können Beiprodukte des Kaffees leisten. Im Grunde genommen sind die Blätter weder Biomüll, noch Abfall, noch ein Beiprodukt. Die Blätter sind wirklich hier in diesem Sinne ein Premium-Produkt, wenn man sie richtig handhabt und richtig verarbeitet. Und ich plädiere dafür, dass jeder sich mit dem Thema Kaffeeblatttee auseinandersetzt und diese neue Aromatizität, diese neue Balance im Getränk erlebt, entdeckt und für sich nutzbar macht. Ja, vielen Dank.